Willkommen zurück zum zweiten Part von dem heutigen Let's Play Gothic. Ja, beim heutigen ersten Part hatten wir eine Bestienjagd, wir haben einen Troll, einen Sumpfhai, einen Schattenläufer und einen Feuerwehrmann getötet für den Bestandteil des Ulumulu. Außerdem haben wir die restlichen Runen aus der Wohlerschaft uns geleistet und ja, sonst war nicht viel. Wir haben noch mit ein paar einzelnen Leuten geredet, ein bisschen Erfahrung abgestaubt, so hier und da, aber sonst war nicht so viel. Jetzt haben wir es 1932. Wir sind gerade Richtung Freie Mine unterwegs, damit wir uns das Ulumulu zusammenbauen können jetzt von Tarok. Ist wie gesagt eine Waffe. Jetzt sind übrigens hier alle Leichen weg. Also Gon hat in der Zwischenzeit aufgeräumt. War sehr schön, ne? Kommt man so hart in Arbeitszeit als Schürfer, auch wenn hier keiner mehr ist. Und Gorn wollte auch, das ist nett. Und danach gucken wir mal wegen Wolf, wegen der Minecraft-Plattenrüstung. Ich spreche kurz Gorn an, wie die Lage ist. Hallo, suchst du wieder Streit? Nein, ich suche keinen Streit. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Ja, mach das, Gorn. Du hast ja hier mehr als genug Hütten, wo du dich auch schlafen kannst. Bis später. Bis später. Wir gehen rein. Gorn kommt natürlich automatisch mit rein. Aber wir werden ihn nicht mitnehmen, weil hier liegt ja nichts mehr. Wir müssen nur zu Tarok. Jetzt gucke ich kurz. Hallo. Suchst du? Okay. Bis später. Den Weg kennen wir ja. Wir werden jetzt erstmal das Ulumulu machen, dann werden wir wieder zurück ins neue Lager gehen, um nochmal bei Wolf nachzufragen, wie weit die Rüstung ist. Und dann werde ich nochmal die Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Das wollte ich ja eigentlich im letzten Part dann offscreen machen, aber habe ich ja schon gesagt, wir wissen eben nicht, wie viel wir brauchen fürs Ulumulu an den Bestandteilen. Ich meine von den Trollhauern zum Beispiel. Ich habe übrigens mitgezählt, 12 Feuerstürme waren es beim Troll. Haben wir zum Beispiel 2 Trollhauer oder hier auch 3 Sumpfreizähne. Wir werden ja da ein bisschen was loswerden können, aber ein bisschen was brauchen wir eben auch fürs Ulumulu. Das Ulumulu werde ich übrigens nie verkaufen, weil genauso wie bei der Spitzhacke derselbe Grund. Es ist zwar eine Waffe, aber gleichzeitig eben auch ein Symbol. Im Fall der Spitzhacke war das eben Erz abbauen. Und im Fall von Ulumulu ist es dass es eigentlich ein Friedenssymbol ist für Orks. Und ja, deswegen werde ich nicht verkaufen. Dass ihr das schon mal wisst. Hier ist ja nichts mehr, hier ist ja alles gekillt. Da haben ja Gorn und wir sehr gewütet. Aber auch keine Schürfer hier, ne? Oder irgendwer vom neuen Lager. Nur halt Gorn draußen als Wachposten. Finde ich schon ein bisschen komisch, weil eigentlich müsste ja Lee wissen, dass. Also Lee weiß ja. Was heißt, müsste wissen? Er weiß ja, dass die freie Mine wieder sauber ist, wieder frei ist. Naja, er wird es schon wissen, der gute Mann. Auf zu Tarok. Der sitzt immer noch hier. Aber ich hoffe, es geht ihm jetzt besser. Beim letzten Mal war er vergiftet, deswegen hat er die Medizin gebraucht. Jetzt steht hier lustigerweise wieder Orksklave. Beim letzten Mal stand nämlich Tarok am Ende da, weil man halt erfahren hat, dass er Tarok heißt. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier, Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Ja, Quest abgeschlossen und ein Level Up. Und ja, ich habe es gerade richtig gesehen. Wir haben gerade für den Abschluss der Ulumulu-Quest 100.000 Erfahrungen gekriegt. Das ist ziemlich krass. Jetzt schauen wir kurz. Wir haben jetzt 129.740 Erfahrungen und 138.000 für das nächste Level Up. Erfüllte Missionen, Suche nach dem Ulumulu. Es ist vollbracht. Tarok hat von mir alle 4 Bestandteile erhalten und baut mit heraus Ulumulu. Ich will hoffen, dass es von den Orks in der Stadt über dem Schläfertempel auch wirklich respektiert wird.
Ja, das hoffe ich auch. Teile waren ja nicht einfach zu beschaffen. Ich spreche ihn jetzt nur noch mal kurz an, ob er noch was zu sagen hat. Anscheinend nicht. Okay. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Fremde haben gute Reise. Ja, wir wünschen uns noch eine gute Reise. Das ist sehr freundlich von Tarok. Ja, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, Urshak und Tarok sind zwei Orks, die echt sehr hilfsbereit sind und die eigentlich mal, ich weiß jetzt nicht, ob man sie als gute Freunde bezeichnen kann, aber sie sind auf jeden Fall nett. Das ist nicht selbstverständlich. So, hier ist das Ulumulu. Würde uns 500 Wert bringen, wenn wir es verkaufen würden, aber das werde ich wie gesagt nicht. 35 Schaden benötigt 30 Stärke. Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Rüste ich auch gleich aus. Sieht halt ein bisschen seltsam aus, das Ding. Man sieht es ja jetzt auf dem Rücken und man sieht es am Waffenbild. Aber es besteht ja auch aus verschiedenen gefährlichen Kreaturen und ich meine, Orkwaffen sind ja allgemein nicht dafür bekannt, besonders hübsch auszusehen. Deswegen, ich finde sogar das Aussehen recht cool von Ulumulu, muss ich sagen. Ich finde auch sehr cool, dass eben bei Gothic die Orks zum einen eben kein Kanonenfutter sind, das ist das eine, und das andere eben, was ja Xaris gesagt hat, Orks sind eben keine Tiere, wie viele glauben, sondern haben eine sehr alte Kultur und alles. Und dass da eben auch solche Sachen eben gibt. So, was, das ist halt, hat halt doch einen Zweck, es ist eine Waffe, was nicht ungewöhnlich ist, weil die Orks eine Kriegerrasse sind, eine kriegerische Rasse, aber es ist eben auch ein Symbol des Friedens. Das finde ich sehr cool, ich persönlich. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, wir werden natürlich auch noch die Orkstadt besuchen. Jetzt können wir die Orkstadt besuchen, weil jetzt werden uns die Orks nichts mehr tun. Und da werden wir dann noch weitere schöne Sachen sehen. Also, zumindest ich finde sie schön. Weil es halt, wie gesagt, zeigt, dass es nicht nur blutrünstige Tiere sind, sondern eben eine humanoide Rasse. Scorn, wir gehen einfach wieder raus. Draußen wird uns Scorn dann nochmal ansprechen auf das Ulumulu. Weil es natürlich für Menschen trotzdem sehr seltsam aussieht, das Ding. Aber das werden wir ja eh gleich sehen. Nach den Ladebildschirmen natürlich. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Man merkt schon, Gorn ist nicht wahnsinnig überzeugt und er hält auch von Orks nicht viel, wenn er sagt, dieses Etwas. Das finde ich ein bisschen unfreundlich, aber aus menschlicher Sicht auch wahrscheinlich verständlich. Bis später. Bis später, Gorn. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Wir sehen hier schon Orks als Kapitelbild. Habe ich ja gesagt, dass wir gleich einen Kapitelübergang haben. Ja, und die Teile hier. Der Stab ist die Flammenzunge, dann die kleinen Zähne sind die Sumpfwaldzähne, der große Zahn oben ist halt der Trollhauer und ganz oben die kleine Spitze ist das Schatten davor. Glaube ich zumindest, dass so das zusammengesetzt ist. Jetzt schauen wir mal. Also wir haben Waffen zu verkaufen, eventuell Rüstung, je nachdem, ob wir jetzt die Microplattenrüstung kriegen und wie stark die ist. Dann hier haben wir nichts zu verkaufen, okay. Ich will jetzt nur mal gucken. Und hier, wir haben immer noch über 8000 Erz, das ist so krass. Ja, zwei Sumpfheizzähne, eine sumpfheile Haut. Für deine Schattenläufer ist 4 Zähne, ein Trollhauer und ein Trollfell. Also hier könnte man natürlich das auch als Trophäe behalten, brauchen wir aber nicht, weil da wäre für mich die in Anführungszeichen Trophäe das Ulumulu selber. Deswegen werde ich das dann gewinnbringend loswerden. Jetzt gehen wir erstmal hoch, spät, kurz nach 9:30.
Ja, ich werde zuerst mal Wolf kurz ansprechen wegen der Rüstung und dann werde ich die ganzen Sachen verkaufen. Ich glaube bei Kronos, ich will bei Kronos nochmal gucken, ob vielleicht jetzt der Feuerregen da ist, weil wir halt jetzt einen Kapitelübergang hatten. Bei Balkadar war der ja nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann erst kurz zur Bruderschaft wegen Sumpfkraut und dann weiter zu Xardas. Da habe ich ja im letzten Part auch gesagt, dass der jetzt im Kapitelübergang ein paar neue Sachen hat. Und gucken, was er hat. Außerdem ist er halt direkt im Orkgebiet. Das heißt, da können wir dann gut zur Stadt der Orks. Ob wir die Stadt der Orks jetzt noch ein paar sehen, ist halt die Frage. Kommt drauf an. Vielleicht sehen wir auch nur den Anfang von der Stadt oder so. Jetzt sind wir schon in Kapitel 5. Es gibt ja insgesamt 6 Kapitel, das habe ich schon mal gesagt. Also so viele Parts. Es werden jetzt schon noch einige Parts, weil wir müssen halt auf jeden Fall das alte Lager säubern, einfach weil ich mich an den rächen will für die Feuermagier-Geschichte. Da kenne ich nichts, da bin ich jetzt echt steinhart. Das Räuberlager wollte ich säubern und eben vielleicht die alte Mine. Ja, und den Schläfertempel. Der wird auch eine längere Geschichte. Also es werden schon noch ein paar Parts, aber wir sind definitiv sehr weit im Spiel. Jetzt haben wir natürlich 20 Lernpunkte. Andererseits, der 5. Kreis hatte 30 Lernpunkte gekostet. Und der 6. Kreis wird ja noch ein bisschen teurer, deswegen... Oh, uns fehlt ein Lebensenergiepunkt. Ja, dann können wir mal zu Reordian, der kann es ja auch heilen. Ist zwar für einen Lebensmund eigentlich Verschwendung, aber er hat einen anderen Spruch, nämlich als Damarok damals vom Heilen. Den Spruch würde ich ganz schnell zeigen. Das ist ja auch jetzt keine lange Geschichte. Vielleicht halt hier hoch. Auch Shit hier ist ganz schön. Ich gehe jetzt nochmal kurz zu Lee. Ich will nur mal kurz wissen, ob der vorhat, jetzt bald die Verstärkung zu mir zu schicken, weil sonst steht der Korn ja ewig rum. Hier. Hallo. Hallo. Ja, 30 Lernpunkte. Also für 2, da müssten wir auch noch ein Level abmachen. Was sagt er zur Mine? Was sagst du? Sie sind so. Ja, okay, er sagt immer noch, dass sie dafür büßen werden. Scheint jetzt nicht so, als hätte er vor, bald Verstärkung zu schicken. Finde ich ein bisschen doof. Also ich finde es halt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, nicht so nett. Ich rede jetzt hier auch nochmal mit den anderen Magiern kurz, also mit dem Luxio und mit dem Magier hier, dem der Darion. Ob die uns auch nochmal beglückwünschen würden, was er mal gehört. Magie zu Ehren! Mit Darion hat nichts. Der Nefarius hat ja auch nichts mehr. Hier war ja die Bibliothek. Ich glaube, der Luxio war hier drin, ne? Genau. Magie zu Ehren! Nee, die haben beide nichts mehr. Finde ich ein bisschen unhöflich immer noch. Ich bin immer noch der Meinung, die Feuermagier waren ein bisschen höflicher. Aber ist vielleicht auch nur meine Meinung. So, hier ist Reordian kurz wegen der Heilung. Ich weiß, für einen Lebenspunkt Verschwendung, aber wie gesagt, für kurz einen Satz zeigen. Magie zu Ehren! Und ich guck kurz, was er für Waren hat. Wir könnten ja wieder ein paar Mana-Tränke gebrauchen. Zeig mir deine Ware. Laborflaschen, wenn nicht. Wir könnten ja wieder ein paar Mana-Tränke brauchen, deswegen habe ich jetzt hier reingeschaut. Trank der Eile. Ermöglicht längere Sprinten. Dauer 5 Minuten. Oh. Ja, jetzt haben wir ja noch die Tränke der Schnelligkeit. Ich glaube, die hole ich mir. Tue ich hier die Tränke der Schnelligkeit weg. Aber ich hole mir mal nur 2. Wir haben diese Geschwindigkeitstränke noch nicht benutzt. Nehmen wir mal die 2. Noch irgendwas Wichtiges in den Kugels haben wir. Gut, Essenzen haben wir 28, Extrakte 120 und 12 Elixiere. Das reicht, glaube ich, weil wir haben ja noch ganz viel Nahrung. Ich hätte gern Mana-Tränke. Da nehme ich jetzt mal 7 Essenzen mit, dann haben wir 10 Mana-Essenzen. 2 Extrakte haben wir jetzt 20 und ein Elixier, dann haben wir da auch wieder 20. Kostet jetzt ziemlich viel, ich weiß schon. So, 7 mal 25.
7 mal 10 sind ja 70, das heißt 7 mal 20 sind 140. Und 7 mal 5 sind 35. Das heißt 175. 175 plus 90. Das sind 265. 270 plus 60 sind dann 320. Und hier sind es dann 520. 520 und hier kriegen wir insgesamt 200 für, das heißt, es sind für uns 320. Ja, mache ich mal. Ich meine, wir kriegen ja wieder ein bisschen Geld rein. Und wie gesagt, wir haben ja immer noch so viel Geld. Das heißt, ich kriege 320 zurück. So. Reicht nicht, wieso? Hier haben wir 60, also 60. Plus 90 sind 150, also 155 genauer gesagt. Damit sind es 355. 355 und noch die 7 sind es. Oder ich mache es jetzt mal so. 355 minus hier die sind 155. Ich mache das wieder in zwei Schritten. So, jetzt nochmal. Zeig mir deine. Jetzt noch die 7 Essenzen. Da kostet eine Essenz 25 erst. Das heißt 250, 400 und 650. Dann müssten es 175 sein, ne? Mal kurz. Ja, 175 theoretisch. Nein, nicht 185. So, schön, jetzt haben wir's. Und jetzt, ich bin verletzt, kannst du mich heilen? Ich bin verletzt, kannst du mich heilen? Und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Ja, er hat, wie gesagt, anderen Spruch als damals der Feuermagier. Den Spruch finde ich ganz cool. Deswegen, jetzt haben wir es schon fast 11:30. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß, ich habe ziemlich viel Zeit verschwendet. Wahrscheinlich sehen wir die Stadt der Orks erst beim nächsten Part. Aber es macht nichts. Wir machen jetzt noch ein paar Vorbereitungen, die einfach... es ist ja trotzdem nicht ganz, also unwichtig ist es sowieso nicht und ganz uninteressant eigentlich für euch. So, jetzt hier zu Wolf. Wolf hockt hier nach draußen. Wegen der Rüstung. Wie weit bist du mit der Rüstung? Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Ja, das glaube ich, dass du auf deine Kosten kommst. 1000 Erfahrungen bekommen und die Microfiber-Plattenrüstung als erfüllte Mission. Die Rüstung ist fertig. Ein ausgerechnetes Stück Arbeit und der beste Rüstungsschutz, den ich bisher gesehen habe. Schauen wir uns den mal an. Ist hier Crawler Plattenrüstung 2400 wert, 1200 für uns, also 80 Schutz vor Waffen, 15 vor Pfeil. Das ist besser als unsere Wasserrobe, aber sie ist schlechter gegen Feuer und Magie. Gegen Feuer 30, gegen Magie 5. Ich werde es jetzt trotzdem mal anziehen, weil gegen Waffen und Pfeil bringt sie uns einen besseren Ausdruckschutz. Deswegen, ja, sie sieht ein bisschen komisch aus. Und außerdem ein bisschen mehr wert als die Wasserrobe. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist echt eine sehr schöne Sache hier, also eine sehr schöne Waffe. Schöne Rüstung, wollte ich sagen. Gut,
Jetzt noch schnell zu Kronos und hier die restlichen Sachen loswerden. Weil Wolf hat, wie gesagt, nur 5 Erz. Also er hat noch 5 Erz. Ich habe beim Verkaufen den ziemlich runter Magie zu Ehren gehauen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Hast du irgendwas Interessantes? Ich schau nochmal kurz durch, es geht ja ganz schnell. Amulett der Steinhaut. Ja, aber wir haben hier jetzt Schutz durch den Ring. Oh, Amulett der Erzhaut. 10 Schutz vor Feuer, 8 vor Magie, 15 vor Pfeilen und 15 vor Waffen. Interessant. Das wäre eventuell was. Ja, und hier halt noch den Ring der Macht. Aber den brauchen wir eigentlich nicht, habe ich mir jetzt überlegt. Sonst hat er nichts. Eine Blitzrune vielleicht? Verwandlung Schattenläufer. Krass. Ja, schade, dass die Verwandlungen quasi umsonst sind und die Untote vernichten, aber die haben wir schon als Rune von Xardas. Ja, kein Feuerregen und auch kein Blitz. Nur als Schriftrolle. Ja, ich lasse es hier jetzt mal. Ich kaufe jetzt mal hier nur, verkaufe mal nur. Also zum Verkaufen haben wir hier die beiden Waffen. Die große Wasserrobe, die Schifferkleidung behalte ich mal für die zur Sicherheit. Was haben wir noch zum Verkaufen? Ja, noch die leerwürstlichen Trophäen, ne? Genau, die Sumpfheitszähne, die Sumpfheithaut, Fellschattenläufer, Zähne, Trollhauer, Trollfell. So, wie viel bringt denn das uns? Also ein Trollhauer bringt 500, Verlust des Trollfells sind 800, 840, 940, 1140, 2140, dann 2340 plus die Robe sind 4440 und das durch 2. 4000 sind 2000, 400 sind 200, also 2220 Erz müssen wir kriegen. Ja, sehr, sehr viel. Das sehen wir schon. Und unser Reichtum wird echt nicht mehr geringer. Also nicht mehr zu dem Zeitpunkt des Spiels. Vorher hatten wir ja teilweise ziemlich starke Geldprobleme, aber die Zeiten sind relativ vorbei. So, 2220. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Nee, habe ich nicht. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt schlafen. Und porten uns danach zu Xardas. Ja, ich habe das Amulett mit dem Lauterschutz jetzt nicht übersehen, aber wir haben halt jetzt schon einen Ring mit Lauterschutz. Ich glaube halt, dass wir das nicht brauchen. Deswegen habe ich es mir jetzt nicht geholt. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Zu Xardas können wir noch hin. Beziehungsweise zum Sumpflager. Also erstmal schlafen. 23. Tag, 8 Uhr. Und jetzt gehen wir erstmal zum Sumpflager wegen Sumpfkraut und dann zu Xardas. Genau, Sumpflager-Teleport haben wir an. Auf geht's. Ich glaube, da gucke ich dann auch nochmal kurz wegen Barakada. Weil wenn ich jetzt schon sehe, dass Kronos was Neues hat und Xardas hat mit Sicherheit was Neues, dann gucke ich auch. Dann hier hin zu Xardas. Zu Xardas würde ich noch gerne, das heißt, ich beeile mich jetzt hier ein bisschen. Ich finde eine Rüstung gar nicht mal so scheiße aussehen, muss ich ehrlich sagen. Sie sieht schon komisch aus, aber scheiße sieht sie nicht aus. Ich meine, wir haben die ja von den Minecrawlern und die Minecrawler waren ja nicht gerade die hübschesten, deswegen. Man muss es ja immer relativ sehen. Bist verlassen, das ist eben so. So, jetzt noch schnell hier Barakada. Das Dekiergras habe ich gerade geholt. Ich möchte.
Einfach nur kurz, um zu gucken, ob er noch was hat. Ja, die sind alle unwichtig, die anderen besseren. Ne, da hat er nichts mehr, außer da kommt jetzt noch was. Ich gehe zu sich jetzt schon alles durch. Ja, diese Verwandlung Schattenläufer wäre natürlich geil, aber wie gesagt, man braucht sie halt leider nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Verwandlungen. Wolf, Orkhund, Blutfliege und so. Aber es ist halt alles nicht zwangsweise nötig. So, jetzt zu Xardas. Jetzt können wir den Teleport auch ausmachen, weil wir müssen ja dann ins Ohrgebiet weiter. Der Turm von Xar steht ja bekanntlich im Ohrgebiet. Auf nach oben. Und wie gesagt, Xar hat jetzt auch ein paar neue Sachen. Hier werde ich jetzt nochmal Runen und Amulette ablegen, weil er hat, glaube ich, den Feuerregen als Rune zum Beispiel. Glaube ich. Also ich bin mir relativ sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber relativ. Und ich glaube, er hat auch ein gutes Amulett, nämlich. Vielleicht auch das gleiche, was jetzt Kronos hatte. Mal gucken. So, Xardas. Das mache ich noch schneller, dann speichere ich. Ich suche magisches Wissen. Ja, hier Amulett der Erleuchtung. Auf das Amulett wollte ich hinaus. Es gibt uns Lebensenergie und Mana. Ich weiß schon, das Amulett bei Kronos gibt uns halt nochmal bei allen Schutz. Aber wir haben bei allen Schutz, wie gesagt, wegen dem Ring der Unbesiegbarkeit schon. Deswegen, glaube ich, brauchen wir das nicht. Amulett der Magie kann dann weg. Weil hier gibt es halt wirklich auf Mana und auf Leben nochmal 25 Punkte. Das ist nicht wenig. Was hat dann noch? Skeletische und Olympische kennen wir. Dämonische kennen wir auch. Armee der Finstern ist ein neuer Spruch. Ja, und der Feuerregen. Habe ich mir noch gedacht. Den Feuerregen holen wir uns auf jeden Fall. Und das Amulett. Bis in 2300. Also 2100. Genau. Dann haben wir jetzt einen totalen Boost natürlich von Leben und Mana durch Ring und Amulett. Und nochmal ein bisschen Schutz. Aber wir sind halt ein Magier, diese Stärke, Geschickssachen, die brauchen wir halt nicht zwangsweise. So. Jetzt nochmal schnell alles anlegen. Hier jetzt die neuen Sachen. Und hier. Ich jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Feuer. Also erstmal Licht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Feuersturm durch Feuerregen ersetzen soll. Feuerregen macht halt immer gleich einen Feuerschaden. Das macht der Feuersturm ja nicht. Feuerregen ist halt ein Flächenschaden. Ich glaube, ich probiere den zumindest mal aus. Ich werde auch hier jetzt den. Habe ich mich jetzt entschieden, Eiswelle zu nehmen, statt den Kugelblitz, weil es halt auch wieder ein Flächenschaden ist. Und dann hier noch die Sturmfaust. Und Untote vernichten. Weil Untote vernichten werden wir brauchen. Gut. Ich glaube, dann sind wir mit dem Part durch. Ja, 2 Minuten. Okay, wir jumpen noch von Xardas Turm runter. Aber danach sind wir mit dem Part durch. So, ganz oft parieren kennen wir. So. Jetzt gehe ich noch ein bisschen. Obwohl, jetzt haben wir noch 1 Minute. Ich höre jetzt schon auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Part war halt jetzt wieder nicht so spektakulär. Ja, es sind halt jetzt die letzten Vorbereitungen. Wir haben halt jetzt das Umulu geholt. Wir haben jetzt die Feuerregenrune geholt. Einfach uns nochmal ein bisschen aufgepeppt mit Amuletten und so, mit Mana-Tränken. Es war halt jetzt eine Vorbereitungsfolge. Weil der Schläfertempel halt das letzte Gebiet ist. Wir werden nicht sofort dann das beenden. Ich habe ja schon gesagt, ein paar Parts sind es schon noch, aber wir nähern uns halt langsam dem Spielende. Deswegen
zu den Vorbereitungsfolgen, wie jetzt müssen wir dabei sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, dass dieser Part euch gefallen hat und dass ihr dann wieder dabei seid, wenn wir die Orkstadt betreten. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Und danach den Schliefertempel. Bis dahin, gehabt euch wohl, Freunde. Macht's gut.